Guten Tag, meine Damen und Herren, hier sind wir wieder bei 1Live und Online. Hier geht es heute um meinen Stargast Waldemar. Hallo! Wir werden ihn heute. Hallo! Wir werden. Ich bin Waldemar! Ja, ist gut. Wir werden ihn heute interviewen und ihn in seinem Leben verfolgen. Aber erstmal ein paar Fragen an ihn. Hier, mein Zettel, den muss ich noch zeigen. Werbung und so, ja. Na, dann fangen Sie mal an. Ja. Werbung. Alles klar, wo kommen Sie denn genau her? Ich komme aus Rappenstadt. Ist gut. Ja. Nur ich halte das. Alles klar? Ja. Nein. Heute nicht. Vielleicht irgendwann. Oder so. Auf jeden Fall werden wir ihn verfolgen und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Schauen Sie. Ich auch. Ja. Ich auch. Gut. Bis dann. Tschüss. Waldemar! Aufwachen! Oh Mutti! Ich bin in der Woche! Wieso sind meine Schlafhuschen so schwer? Ich sehe auch auf 5 Meter Entfernung nicht mehr! Guten Morgen, Kamera! Hier ist mein vertrautes Heim und mein Schlafzimmer. Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich spiele jetzt erstmal noch meine Spielsachen gucken. Also, nicht Spielsachen, ich bin ja kein Kind mehr. Und, also, nach meinem Modellflugzeug. Also, hier mit Spielchimmer, das ist eine PQ87C. Die wurde mal von der Weltraumnova benutzt, aber ich durfte leider nicht die Raketen ranbauen, weil Mama gesagt hat, die sind zu gefährlich. Ja, da hätte ich hier noch meine 27QPJ Super Elite Einheitsstation, die ist jetzt schon ein bisschen kaputt, weil mein Hund da sowas mitmacht hat. Ja, also hier sind meine Modellfahrzeuge. Also das sind alles Sammlerstücke. Also ich habe auf dem Flohmarkt dafür 7500 Euro bezahlt. Der Händler meinte, das wäre das Top-Marke. Hier, die gehören noch zu meinen Modellflugzeugen. Also das sind besondere Stücke. Den gibt's nur 2,5 Mal. Ja, also den gibt's 7,5 Mal, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ich merke gerade, ich habe gestern Schokoriegel zu viel gegessen. Ja, ich melde mich jetzt auch bald bei so einem Part-Chap an. Mama nörgelt nämlich immer so rum, weil ich hier keine Freundin habe. Obwohl mein Kollege, der Mohammed, der sagt, alle Frauen stehen auf Freiwilliger Feuerwehr. Muss ich mal gucken. Guten Morgen und auch guten Morgen an Waldemar. Es gibt wieder einige Fragen an ihn und die werde ich jetzt stellen. Waldemar, wie alt bist du denn? Ich bin 23! Okay, das ist schön. Und bist du gerade Single oder vergeben? Also seit der 3. Klasse bin ich Single. Die Anneliese, die hat sich in der 3. Klasse von mir getrennt. Okay. Und seitdem lebe ich allein mit meiner Mama. Weil ich ihr ein halbes Brötchen nicht abgeben wollte. Weil ich halt immer stets für meine Mama festgelegt habe. Alles klar. Und was arbeitest du genau? Ich bin professioneller Tortennascher bei der Konditorei Immelmann. Und zusätzlich natürlich arbeite ich in einer Gummibärchenfabrik, um mir noch ein bisschen Geld zu verdienen. Also da bin ich für die roten Gummibärchen zuständig. Also jedes Kind, was ein roten Gummibärchen ist, habe ich schon mal in der Hand. Das ist schon cool. Und ja, manchmal komme ich auch mit ein paar Kumpels, also mit meinem besten Kumpel, dem Giorgio. Und mit dem stoppe ich dann auch mal ein bisschen. Ne? Alles klar. Und was sind denn sozusagen deine Lieblingsfilme? Mama? Frühstück! Ja! Na gut, das war's dann mal wieder von diesem Zwischeninterview. Ich will Sie weiter informieren und... Und ich werde Sie weiter informieren. Weiter geht's beim Frühstück. Bis dann.
immer schön was trinken, immer ordentlich viel. Also pro Morgen 5 Liter. Das reicht gerade so für meine Bedürfnisse. Das Zwiebel am Morgen ist auch immer gut, aber die kommt erst nachher. So, und Obst und Gemüse, also hier sehr schönes Gemüse haben wir. Die Banane nennt man das. Mami sagt, ich muss bald wieder pumpen gehen. Fitnessstudio. Bei den Kindergartenkindern. Hallo, aufwachen! So viel Bohnensuppe gestern. Hallo, und hier sind wir wieder. Und dies ist heute leider das Ende des Freitags. Aber ich frage jetzt nochmal unseren Stargast und die Hauptfigur in unserem kleinen Film Sendung, wie es ihm gefallen hat. Wie hat es ihm denn gefallen? Mir hat es gut gefallen, aber du nervst. Und ich mag dich nicht. Also zumindest werde ich arme Milch trinken. Okay, das... Ja, ich mag dich nicht. Ist gut, ja, wir haben es verstanden. Ich mag dich nicht. Er mag mich anscheinend wohl nicht, das... Keiner mag ihn. Zwar nicht, aber... mit der fettarmen Milch stimmt zwar auch nicht, aber... Wir werden uns bald wiedersehen und ich hoffe, euch hat die erste Sendung gefallen. Bis dann. Was sind das hier alle lieben mir geben vor euch noch den Fernst, der ja nach jeden Mal ich muss ja oh. Das ist auch in der Zeit noch ein. Ja, nachher. Ich glaube, ich muss haben, was haben wir hier vorher? Ne, ich sehe, was für ein Erl. Nervig, ich lasse euch im Essen. Ne, das haben wir ja auch nicht. Haben wir ja, ich will alles dem und der Sehne nach der Fließliche. Hoffentlich, ja, vergiss das ja auf Verschiedenung und es ist Zeit, er ist noch auf der Deko.